Hallöchen, ihr Lieben, zu Friendly Bunny Mochi. Und genau, ihr kennt Mochi schon, denn Mochi kam schon in Lonely Wolf Treat vor. Das hier ist der zweite Teil und geht um einiges länger. Deswegen denke ich, peilen wir mal so drei Parts an. So, und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Die Story geht, glaube ich, direkt da weiter, wo der letzte Part endete von Lonely Wolf Treat. Ich glaube, da ist jemand fleißig. Tut mir leid, Juju. Oh, ich habe ein bisschen wenig Zutaten da, aber ich glaube, es ist mir trotzdem gelungen, ein leckeres Essen zuzubereiten. Hm. Also, ich hoffe, alles schmeckt gut. Du weißt, ich bin nicht die beste Köchin, aber... Hey, ich bin echt nicht glücklich über diese Curryabende, die du für die Füchse abhältst. Das geht jetzt schon 3 Wochen so. Wann willst du endlich damit aufhören? Naja, ich war nicht wirklich... Und immer noch besuchst du jeden Tag diesen Wolf. Was hat es damit auf sich? Hey, du solltest mal den Salat probieren. Ich wollte ihn genauso machen, wie Auntie Castella es immer... Versuch nicht, das Thema zu wechseln. Ich möchte lieber mit dir darüber reden, als hier zu sitzen und einfach sauer auf dich zu sein. Ja, okay. Ich denke nur, würdest du sie doch nur kennenlernen. Dann würdest du sehen, dass sie gar nicht so übel sind. Nicht ein einziger von ihnen. Füchse und Wölfe fressen Häschen. Was davon kapierst du nicht? Du bist so unglaublich naiv. Erinnerst du dich denn nicht, Mochi? Wie viele unserer Freunde, nein, wie viele Mitglieder unserer Familie von ihnen attackiert wurden? Vielleicht bist du einfach zu jung, um dich an all ihre Namen zu erinnern. Ich erinnere mich. Und ich weiß auch, warum alle Angst haben. Aber ich glaube nicht, dass sie zu hassen der richtige Weg ist. Ich bin doch kein Kind mehr, Juju. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Und deswegen will ich das alles hier tun. Das musst du nun mal akzeptieren. Du bist immer noch sauer, oder? Ich mache mir Sorgen um dich, Mochi. Ich bin hierher gekommen, weil ich verstehen will, aber ich weiß nicht, ob das möglich ist. Juju... Ich gehe jetzt nach Hause. Wir sehen uns morgen, okay? Naja, vielleicht wird ein heißes Bad mich aufmuntern. Ich glaube, ich gehe mal in die heißen Quellen. Ah, dann sind die jetzt eröffnet hier in diesem Teil. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Karotten, Milch, Saft, all mein liebstes Essen. Ist hier noch was? Nee. Ah, alle meine gesammelten Snacks. Wenn ich sie nur anschaue, werde ich schon ganz hungrig. Was haben wir da? Sieht kälter aus als normalerweise. Komfortabel und warm. Was ist mit dem Essen? Was soll ich mit meinem Salat machen? Essen oder für später aufheben? Juju hat nicht einen einzigen Bissen probiert. Ja, ich weiß nicht, ob wir das aufheben sollen. Also es gibt keine alternativen Enden, von daher ist es, glaube ich, ziemlich egal. Ich esse ihn mal. Mh, köstlich. So. Dann gehen wir einfach mal zu den heißen Quellen. Es ist ja so cool, dass die heißen Quellen so nah an meinem Haus sind. Ich muss einfach nur diesem Weg folgen und dann bin ich sofort dort, so wie immer. Naja, ich habe es aber eigentlich nicht so eilig. Vielleicht sage ich ein paar meiner Freunde Hallo, bevor ich gehe. Ah, okay, das können wir natürlich machen. Oh, ein Brief von zu Hause, den sollte ich lesen. Liebste kleine Mochi, hast du dich an das Leben in Frosting gewöhnt? Es ist gerade mal ein Monat her, aber wir vermissen dich bereits so sehr. Es scheint uns fast wie gestern, als wir noch deine Windeln wechselten. Und nun hast du dein eigenes Haus. Die Zeit fliegt davon. Wenn die Sache oder wenn es nicht klappt mit dir, dann kannst du jederzeit nach Hause kommen. Wir wissen ja, dass du dir sehr viel Mühe gibst, unabhängig zu sein. Aber du solltest einfach wissen, dass Mom und Dad immer für dich da sind. Du wirst immer unser geliebtes kleines Babymädchen sein. Wir schicken dir ein bisschen extra Geld. Also benutze es, wofür auch immer du willst. In Liebe, Mom und Dad. Boah, da sind ja $100 drin, Gott. Och, wie kann ich denn alleine leben, wenn sie mir so doll unter die Arme greifen? Ich will doch beweisen, dass ich mich um mich selbst kümmern kann. Ich muss einfach anfangen zu arbeiten. Wenn ich mein eigenes Geld verdiene, dann haben sie sich keine Sorgen mehr, um mich zu machen. Vielleicht kann ich mich ja morgen umschauen, ob irgendjemand, ja, jemanden anstellt. Okay. Überraschung, ist leer. Ja, genau, wir haben ihn ja gerade geleert. Ich speichere da einfach mal drüber.
So, dann können wir also bei unseren Freunden vorbeischauen. Hier ist Clementine. Oh, Mochi, bist du für eine Übernachtungsparty vorbeigekommen? Hast du versucht zu schlafen? Oh, tut mir leid, dass ich so spät komme. Oh nein, kein Problem. Bleib so lange, wie du willst. Arbeite hart weiter, okay? Okay, scheinbar sagt sie nicht mehr. Clementine ist so stylisch, wow. Ich probiere es nochmal. Nee, sie sagt wieder das Gleiche. Ist noch was hier? So viel Pudding! Ein echter Pudding-Fan! So, wen haben wir hier? Rizeku. Ach ja, dieser, der aussieht wie ein Power Ranger. Ich weiß auch nicht, so von weitem. Kleine Mochi, wie geht es dir heute Abend? Mir geht es gut, aber bitte nenn mich nicht klein. Ha, wieso nicht? Brauche ich dafür denn einen Grund? Ich will einfach nicht wie ein Kind behandelt werden. Ah, verstehe. Du möchtest also, dass man dich statt an deiner Statur an der Größe deines Herzens misst. Oh, können wir nicht die Größe außen vor lassen? In diesem Fall werde ich dich so nennen, also werde ich deinen Spitznamen basieren auf etwas anderem, einem anderen Aspekt deines Herzens. Es ist Wärme. Du wirst die lodernde Mochi sein. Aber einfach Mochi ist schon in Ordnung. Spitznamen machen die Sache doch viel interessanter, nicht wahr? Sie will aber keinen Spitznamen. Hä? Ich kann die Schilder an diesem Essen gar nicht lesen. Aber wieso nicht? Oh, da draußen sind, oh Gott, wie heißt denn das? Diese Eiszapfen, genau, Eiszapfen hängen von der Decke. Was für lustige Kostüme, also hat er wirklich Kostüme an. Oder sie? Man weiß das hier ja immer nicht so genau, ist ja auch egal. Dango und Manju. Ach so, das ist Juju. Hey, Juju. Mochi, du weißt, ich werde nur sauer, weil du mir wichtig bist. Ich möchte nicht, naja, dass deine Nettigkeit... Ja, ich weiß. Wenn du zu nett bist, dann ist es sehr leicht, verletzt zu werden. Ich wäre lieber... Ach so, ich bin lieber der Böse in der Geschichte, als dass ich jemanden in Gefahr bringe. Und deswegen... Ist schon okay, Juju. Du bist nicht der Böse oder so. Es ist doch nur natürlich, dass man Familie und Freunde beschützen will, oder? Ja, klar. Aber du lässt mich ja nicht. Entschuldigung. Ich wünschte, wir könnten einfach unsere Tore schließen. Es wäre so viel einfacher, wenn hier nur Häschen leben dürften. Ah, diese Meinung teilen wir aber nicht. Da ist Eiscreme im Tiefkühlfach, aber es ist mir unangenehm, welches zu nehmen. Ich sollte nicht vor Juju durch ihren Schrank wühlen. Das Glas ist ganz frostig. So, was haben wir hier denn noch? Was ist das? Hi, Nutmeg. Ah, Mochi, was ist denn? Ich halte gerade Ausschau. Oh, ich wollte nur Hallo sagen. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Hier draußen, so in der Dunkelheit. Nun, da die... Ja, wie nennt man das? Die Auseinandersetzung zwischen den Füchsen und den Hasen ein bisschen besser geworden ist. Ach nee, Have East Up. Ich dachte, East Up wäre, dass es besser geworden wäre. Aber sie sagt ja, dass sie noch vorsichtiger sein muss als sonst immer. Ah doch, wir können nicht riskieren, dass der ganze Fortschritt, den wir erlangt haben, wieder zunichte gemacht wird. Ein einziger Zwischenfall könnte schon wieder alles auf Null setzen. Ha, freut mich. Ich finde es lustig, das von dir zu hören. Denn vor ein paar Wochen, da hast du ja noch alle Fleischfresser voll mies behandelt. Und jetzt willst du, dass alle zu Freunden werden. Nun, ja, mir wurde klar, dass es meinen Job viel einfacher macht, wenn ich mir keine Sorgen darum machen muss, dass die Häschen aufgefressen werden. Es ist viel effizienter danach zu streben, dass sich die Spezies miteinander verstehen. Ich bin mir sicher, dass du dazu stimmst. Effizient oder nicht, ich werde weiter hart daran arbeiten, dass wir einander vertrauen. Dann musst du auch nicht mehr die ganze Nacht hier in der Kälte rumstehen. Danke. Das finde ich sehr nett von dir. Nun, lass mich bitte weitermachen. Ich darf nicht zulassen, dass ich hier von Geplapper abgelenkt werde. Nimm das nicht persönlich, aber ich muss aufmerksam bleiben. Also bitte geh weiter. Na gut. Das ist die Cinnamon-Familie. Ah, die sind schon ins Bett gegangen. Und hier ist immer noch der Schneehase. Oh, ist der Laden noch offen? Wow. Du bist spät dran. Brauchst du was? Oh,
Oh, eine magische... Wie heißt denn das, was in die Lampe reinkommt? Glühbirne. Und eine Karottensuppe. Hm. Ja, weiß ich noch. Wow, wir haben aber $130. Ich warte aber trotzdem mal. Pass auf dich auf, Kiddo. Keine Sorge. Bis dann, Danny. Da werde ich direkt so mega fröhlich, wenn ich sie spiele. Ich weiß auch nicht, wieso. Oh. Hallo, Boreas. Freut mich zu sehen, dass du Frosting wieder besuchst. Aber was tust du hier draußen in der Kälte? Ah, ich will nur ein bisschen an die frische Luft. Wie geht es dir denn heute Abend, Mochi? Mir geht es gut. Ich hatte gerade Abendessen mit meinem Cousin Juju. Oh, ist das so? Ich habe mir leider fürs Abendessen noch nichts überlegt. Oh nein. Naja, zumindest hat der Laden ja noch offen. Aber du solltest dich beeilen und was essen gehen. Das würde ich ja, aber ich habe momentan gar kein Geld. Und ein Zimmer für die Nacht zu mieten... Achso, ein Zimmer für die Nacht zu mieten war ein bisschen teurer als erwartet. Dann wirst du verhungern? Das ist aber nicht gut. Nein, nein. Ich muss nur ein bisschen auftreten hier, um Geld zu verdienen. So werde ich schon ein bisschen Kleingeld zusammenkratzen können. Hä, auftreten? Ja, ich bin Musiker. Möchtest du einen Song hören? Ja, klar. Sehr gerne. Das war wundervoll. Hier, ein bisschen Trinkgeld. Oh, dieser Auftritt sollte doch umsonst sein. Aber danke, Mochi, du bist sehr nett. Wenn du mal einen Gefallen brauchst, dann sag Bescheid. Okay, mach ich. Danke sehr. Nee, nochmal nicht. Also der war sehr schön, aber... Ach so, ich sollte die armen, erschöpften Reisenden hier in der Unterkunft nicht stören. Na, dann machen wir das auch nicht, ne? Und hier ist noch Eleni. Oh, eine gruselige Aura. Will ich wirklich da rein? Weiß ich nicht. Moment. Eine gruselige Aura. Oh, was ist das denn? Wie cool. Was ist denn hier los? Oh, ich bereite mich darauf vor, einen Dämon zu beschwören. Hä? Glaubst du an das Okkulte, Mochi? Engel, Dämonen, Geister, Götter. Du machst mir Angst, Eleni. Zombies, Werwölfe, Vampire und tote, blutsaugende Wehrhasen. Davon habe ich ja noch nie gehört. Jedenfalls, da du bereits nach diesen gefährlichen Entitäten greifst, war ich dazu inspiriert worden, das Gleiche zu tun. Gefährliche Entitäten? Das sind Füchse. Geister und Dämonen und so ein Zeug, die sind doch auf einem völlig anderen Level. Das ist ja das Attraktive an ihnen. Ich muss einfach sofort einen Dämon treffen. Denkst du, ich könnte mich mit einem anfreunden? Oh Mann, du meinst es echt ernst, hä? Naja, dann viel Glück. Ich muss mich beeilen und das Ritual beginnen. Ja? Hält dich denn etwas davon ab? Ja, mir fehlen ein paar Gegenstände. Ich habe ein bisschen Angst zu fragen, aber was brauchst du denn, um diesen Dämon zu beschwören? Oh, jede Menge. Ich habe schon den magischen Zirkel und die Atmosphäre gedimmt, aber ich brauche noch Devi Puri, zwei weitere magische Glühbirnen und, oh, natürlich die Beschwörungsflöte. Wenn du all diese Dinge hättest, könntest du wirklich einen Dämon herbeirufen? Vermutlich. Ist ein Versuch wert, oder? Hey, Eleni, ich habe mich gefragt. Was denn? Willst du mir etwa helfen, um das Zeug zu besorgen für mein super-duper-genial-spektakuläres Beschwörungsritual? Wenn ich sie etwas fragen will, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Also die magischen Glühbirnen bekommen wir auf jeden Fall im Laden, aber was ist Devi Puri? Ah, eine Marke, eine Puddingmarke. Die findest du aber nicht in den Läden hier in der Gegend. Deswegen habe ich nachgedacht, woher ich einen Ersatz bekommen könnte. Pudding? Das hört sich aber komisch an, dass man sowas braucht, um einen Dämon herbeizurufen. Naja, wenn dir jemand Karotten anbieten würde, würdest du auch überall auftauchen, nicht wahr? Ich möchte keine Stereotypen unterstützen, aber ja, ich mag Karotten. Das ist dasselbe Prinzip, deswegen brauche ich Devi Puri. Okay, und was ist mit dieser Flut? Ich weiß, sie verkaufen eine Tonne an Hexenzeugs in dieser Stadt. Weißt du, diesen Ort, den man sehen kann vom südlichen Checkpoint aus. Aber bis dorthin zu gehen, ist echt anstrengend.
Ja, es ist wirklich eine lange Reise für eine kleine Flöte. Und ohne diese Flöte kannst du das Ritual nicht durchführen? Nein. Und da es ziemlich spät ist, werde ich das wahrscheinlich auf morgen verschieben. Außer jemand in Frosting hat auf magische Art und Weise genau das, was ich brauche, weißt du? Wer weiß? Naja, vielleicht hast du ja Glück. Du meinst wir? Wir stecken da gemeinsam drin, Mochi. Ich weiß ja nicht. Ich frag trotzdem nochmal. Ich bin mir ziemlich sicher, sie verkaufen magische Glühbirnen in dem Laden. Super günstig. Ich könnte da hingehen und welche kaufen. Oh, es ist wirklich nett, dass du diese kleine Investition tätigen willst, damit mein Ritual ein Erfolg wird. Aber jene haben zu große Kraft. Das würde nichts bringen. Oh, ich glaube, das erklärt dann, warum du sie nicht selbst gekauft hast. Aber warum brauchst du denn schwache? Was ist denn der Unterschied? Hehe, ich werde dir das Geheimnis verraten, sobald du sie mir gebracht hast. Aha, also bringt das doch nichts, sie zu kaufen. Ich frage mich, welche Art von Dämon erscheinen wird. Ich bin wirklich aufgeregt. Oh, weich und fluffig. Oh, wir haben's gestreichelt. Ist da irgendwas? Das All-in-One Book of Lore, Book 1. Ein paar Passagen sind mit so Klebenotizen markiert worden, zum Beispiel unsere Ursprünge. Die Menschen in dieser Welt können gruppiert werden nach 3 Kategorien. Tiere, Hexen und nicht magische Menschen. Manches überlappt sich. Es ist unsere menschliche Form das Einzige, was uns eint. Die Tiere werden in verschiedensten Formen, also es sind eher Tiermenschen hier, glaube ich, gemeint. In verschiedensten Formen werden sie geboren. Und sie kehren zurück in ihre wahre Form, wenn sie sterben. Und der hauptidentifizierende Faktor einer Hexe ist, dass sie halt Magie sprechen kann. Aber sie können sich auch transformieren. Aber ihr natürlicher Zustand ist humanoid. Und nicht magische Menschen haben keine Fähigkeiten oder Talente, die irgendwie mit Magie zu tun haben. Wie Hexen werden sie geboren und sterben in menschlicher Form. Was? Das muss ich langsam lesen, das ist ein bisschen viel. Okay, also die Menschheit, der Ursprung der Menschheit ist vermutlich... Okay, dass die Hexen die Gruppen eingeteilt haben, nämlich weil sie eine Gruppe dann verflucht haben, das sind dann wohl die Tiere, und den anderen haben sie alle Magie weggenommen. Es wäre aber auch möglich, davon auszugehen, dass die nicht magischen Menschen Magie gelernt haben, um Hexen zu werden. Und wegen ihrer Obsession, sich zu transformieren, hat das dann dazu geführt, dass diese Tiermenschen existieren. Aber für keine dieser Theorien gibt es bisher Beweise. Also können wir nur, ja, raten. Das ist das größte Mysterium der Welt. Andere Welten. Wir wissen momentan nicht, wie groß die Anzahl alternativer Welten ist. Aber es ist uns bereits gelungen, in eine Handvoll zu reisen. Dank mächtiger Hexen. Die interessanteste war der Netherworld. Hier sind Dämonen beheimatet. Aber es ist kaum untersucht worden, weil es so riesig ist. Wir haben sehr wenige Informationen über andere Welten und ihre Geschichten. Aber ganz offensichtlich gibt es etwas noch Mächtigeres als die Magie selbst, die dafür gesorgt hat, dass die Wege in andere Welten geöffnet werden. Obwohl sich all diese Welten unabhängig voneinander entwickelt haben, kann man gewisse Ähnlichkeiten nicht abstreiten. Vor allem die humanoide Form und die Namen der Götter. Die Existenz der Götter ist in Mysterien gehüllt. Aber wir wissen nichts Genaues. Auf jeden Fall sind sie in allen Dimensionen unter dem gleichen Namen bekannt. Und das ist für viele Beweis genug, dass sie wirklich existieren. Mann, da steht aber auch viel drin. Was ist denn in Buch 2? Es ist direkt hinter Eleni, aber ich bin nicht mutig genug, sie zu fragen. Okay, das war jetzt auch erstmal, glaube ich, genug vorgelesen aus dem Buch. Was für ein süßes kleines Plüschtier. Ihr Bett ist so luxuriös. Diese Kissen sind so freundlich, trotz allem, was hier drin geschieht. So, was haben wir da? Öffne das nicht, das ruiniert die Atmosphäre. Okay, wenn du meinst. If you say so.
Okay. Oh, es ist hier zu. Das ist ja fies. Ah, okay, wenn es dunkel wird, ist das immer geschlossen. Wer hatte jetzt so viel Pudding? Ah, das ist der lange Umweg, aber ich sollte meinen Weg nehmen. Der ist auch besser beleuchtet. Wer hatte die vielen Puddings? Ich glaube, das war sie, oder? Darf ich mir da einen rausnehmen? So, jetzt haben wir Devi Puri. Mehr sollte ich nicht nehmen. Clementine, ist vielleicht seltsam, dass ich das frage, aber hast du schon mal von Devi Puri gehört? Oh ja, im Kühlschrank müsste was stehen. Möchtest du eine Dose? Oh, kann ich eine haben? Das ist ja voll nett, danke. Aber gerne doch. Ich hoffe, du magst ihn. Ich habe ihn einfach schon genommen. ja, aber woher kriege ich diese Lampen? Diese Glühbirnen? Soll ich vielleicht doch zwei kaufen und dir die einfach mal geben? Vielleicht geht's damit ja dann doch. Moment, ich speichere auf jeden Fall mal einmal. Kann ich ihr jetzt schon das Devi Puri geben? Ich weiß gar nicht, ob das alles optional ist. Ist das echter Devi Puri? Wo hast du den überhaupt her? Von einer Freundin. Wieso fragst du? Aber das soll man doch nur im Netherworld erhalten können. Deswegen heißt es doch Teufelspudding. Aus dem Netherworld? Wirklich? Ja, Dämonen lieben das. Danke, dass du das besorgt hast. Ja? Yeah, ich bin cool, ey. Ich hab mal eben hier Netherworld-Pudding besorgt. Aber wie ist sie da rangekommen? Das ist die Frage. 20% Rabatt auf 2% Milch? 100% ein guter Deal. Ich probiere das mal einmal. Mit den Magic Bulbs. Vielleicht geht's ja doch. Vielleicht sagt sie dann, oh, ich verbrauche einfach die Energie aus diesen Glühbirnen oder so. Hey, Eleni, ich hab mich gefragt. Ach, verflixt, nee, es geht nicht. Nee, das ist nicht gut. Dann werde ich auf jeden Fall den anderen Speicherstand laden. Aber dann machen wir an der Stelle erstmal einen Cut. Und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht bei Friendly Bunny Mochi. Was wieder sehr süß ist und mir wieder sehr gut gefällt. Na gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.